Hey Leute, heute schauen wir jetzt gemeinsam an, was es mit den eigenartigen Videos und Liedern von Crow auf sich hat, was da womöglich auf uns zukommt, und ich zeige euch, welches Gemälde ich von Crow und seiner Schwester gekauft habe. Weird Flex, ich weiß. Viel Spaß. Leute, was ich euch kurz zeigen wollte, ich zeig's euch jetzt eben. Es gibt einen Künstler in Deutschland, im deutschen Raum, der aber letztendlich eigentlich nur auf Bali rumchillt. Der macht Musik und ich bin ein großer Fan davon. Er nennt sich Carlo. Ne, er ist halt Crow auf jeden Fall. Einen Werdegang hingelegt, wo ich selbst der Meinung bin, kann ich komplett verstehen. Er musste am Anfang Geld verdienen. Was macht er? Radiopop, Mainstream-Shit, der gut ankommen wird. Mit dem man Geld verdient. Verdient so viel Kohle, dass er jetzt mittlerweile ein bisschen mehr drauf scheißen kann und halt crazy shit machen kann. Und jetzt gab es was Neues. Davor gab es schon was anderes. Er hat den letzten Foto hochgeladen. Das war das letzte Bild, das von ihm hochgeladen wurde von Crow. Nachdem dann jetzt eben alle Sachen offline genommen wurden und eben dieses Video hochgeladen wurde. Und zwar, was sehen wir hier? Wir sehen halt auf jeden Fall Crow in irgendeiner Garage stehen. Aber was sehen wir genau? Achtung, ich zoome hin. Ich kann hier nicht zoomen. Warum kann man bei Windows nicht zoomen? Wir zoomen. Days until Big Bang. Boom. Ich stehe mit privater Idee für 8 Leute. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Es wurde für 4 Tage auf jeden Fall hochgeladen. Es kam eben dann raus, wenn du die Tage zusammengezählt hast, dass es am 13. November sein würde. Und naja, wer sich, glaube ich, so ein bisschen in der Szene auskennt, was Musik angeht, bemerkt, dass es nicht unrealistisch ist, dass an einem Freitag ein Album rauskommt. 13. November. Ich sag, ist confirmed. Sowas machst du nicht versehentlich, wenn du bedenkst, das wird nicht eine Garage sein, bei der versehentlich das hier hingeschrieben ist. Ich sag, selbst diese Sachen hier haben noch eine tiefere Bedeutung. Leider kann ich sie jetzt hier nicht mehr so gut lesen, weil ich sie einfach nur runtergeladen habe. Real Talk, ich würde mich sogar fast festlegen, dass Bad Bike ein Songname sein könnte. Das weiß man nicht, ob das wäre eine Spekulation. Versucht gerne, was rein zu interpretieren. Ich bin offen dafür. Ihr habt wahrscheinlich alle halt gar keinen Bock da drauf. Ich bin Crow-Fan, deswegen machen wir die Scheiße. Ich weiß nicht genau, wie viele coole Bilder es da drinnen gibt und wie viele versteckte Botschaften oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe es einmal mir angeguckt. Da war es sehr, sehr laut. Es ist jetzt auch gleich laut. Ja, haltet euch die Ohren zu. Achtung. 3, 2, 1, los! Das ist nochmal laut. Leute, was sagt ihr? Es ist schon fucking richtig geil. Es ist halt also teilweise erkennt man auch noch sehr klar, dass es halt Flashbacks sind. Er hat auch mit diesem Video alle anderen gelöscht, also alle anderen Posts, die er hatte. Ich denke mal, er hat sie einfach nur offline gestellt, weil ich glaube, er würde sein Feed nicht wegwerfen für sowas. Aber ich finde das schon wirklich, wirklich geil, was er da gemacht hat. Eben, ich habe es mir runtergeladen. Wir könnten theoretisch das ein bisschen langsamer angucken. Wir befinden uns in diesem Moment Kunstunterricht mit Stegi. Ihr müsst nur fucking eure Ideen reinschreiben in den Chat. Ihr müsst schreiben, ja, okay. Ich glaube auf jeden Fall, Crow wird irgendwie schwanger sein oder sowas. Also hier erkennt man, dass er schon 2 Kinder hat. Hier immer so ein bisschen verheimlicht hat. Und ich glaube, Crow ist ein Reptiloid. Deswegen hat er eine Maske auf. Guter Kontext, guter Call. Oh, das Bild kennt man. Ja, Digga, ich bin wirklich... Oh, Achtung, eine Batterie, die leer ist. Ist der Akku... Digga, ich kann jetzt nicht das ganze Video so durchklicken. Eben Vio Vio kennen wir alle. Seine Marke. Ich weiß nicht, die er selbst gegründet hat, mitgegründet hat. Oh, Rastatt. Ich bin der Jens aus Rastatt. Es ist wirklich Rastatt, Leute. Ey, guck mal, was ich euch sagen kann, ist zum Beispiel, ich hatte auch vor kurzem ein Bild gekauft, also ein gemaltes Bild. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich mich jetzt damit mehr in die Scheiße reite oder nicht, oder weniger. Ich hatte ein gemaltes Bild gekauft von Crow und seiner Schwester. Ist das weird für euch? Nein. Eben, daran sieht man ja, dass beide in der Öffentlichkeit stehen, dass beide kreative Sachen machen. Klicken. Hier drauf. Achtung, Project Painting Collaboration. Und sie haben schon mehrere Bilder zusammen gemalt. Und ich finde es wirklich schön. Ich finde es wirklich fucking schön. Weil da 2 Stile aufeinandertreffen. Achtung, hier. Also ich finde es so... Alter, das sieht... Auch dieses Bild hier hinten. Ich habe so oft mit Sturmwaffel drüber gequatscht, dass wir alles dafür geben würden, ein Originalbild von ihm zu haben.
weil einige Bilder wirklich schön sind. Und auch das. Ach Junge, es sieht so geil aus, diese Kombination. Ich finde es wirklich schön. Das ist das Bild. Das ist das Bild, das ich geholt habe. Und ich weiß nicht, ich finde das auch sehr schön. Ich glaube, einige von euch werden es richtig kacke finden. Aber es ist okay, dass ihr das scheiße findet. Ich finde es schön. Und ich würde mich nicht jeden Morgen davor gruseln. Es ist geil. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Irgendwann werde ich es auspacken. Irgendwann werde ich es an meine Wand machen. Und werde mich dann freuen. Und bis dahin wird es schön verpackt bleiben. Und ich glaube, es ist auch eben unterschrieben von beiden und so. Das ist auch eine Sache, die ich schön fand. Achso, Leute. 3, 2, 1, los. Es ist sehr wahrscheinlich, dass halt einfach eine neue Maske wiederkommt, weil er hat sie ja schon häufiger gewechselt, dass die überarbeitet wird, vielleicht ist sie komplett schwarz, was dafür sprechen könnte, dass wir hier einen schwarzen Punkt haben, also letztendlich ist der schwarze Punkt seit Black Lives Matter, seitdem hat er nicht mehr geändert. Wir sehen auf diesem Bild hier eventuell hier eine schwarze Maske. Junge. Ist das dumm? Wir sind jetzt auf die Webseite gegangen, crowmusic.de/c, scheißegal. Das hier ist die offizielle Webseite, denke ich mal, zum neuen Album. Das gab es ja bis dato jedes Mal. Ist eine relativ weirde Webseite, denn wir befinden uns in irgendeinem Sternenhimmel, können uns hier also einfach mit der Maus fortbewegen, können uns hier immer drehen. Hier gibt es ein paar Punkte zum Anklicken. Der nächste Clou von Crow war, kein geringerer als Lieder zu releasen, die noch gar nicht fertig sind. Werde ich gleich erklären, Leute. Chillt. Hier können wir zum Newsletter, hier können wir zur Playlist. Digga, hier können wir halt irgendwie die Musik streamen. Folgen und Video. Mehr die Seite eigentlich nicht zu bieten. Dennoch sehr, sehr schick. Und deswegen gehen wir direkt mal zu Spotify. Denn diese Playlist, die wir eben gesehen haben, können wir uns auch hier anschauen. Wir sehen, vor 4 Tagen ging es quasi los. Ein Lied wurde released mit dem Namen C. Vor 3 Tagen C, Hashtag 1. C, Hashtag 2 vor 2 Tagen, C, Hashtag 3 vor 1 Tag und C, Hashtag 4 vor 4 Stunden. Jetzt kann ich euch zeigen, was es damit auf sich hatte. Am Anfang wusste man noch nicht, dass das passieren wird. Ja, man dachte sich, okay, der Typ ist komplett am Arsch. Und zwar hat man dann bemerkt, dass die Lieder aufeinander aufbauen. Heißt, das erste Lied hatte die Grundbausteine des Songs, hier C, Hashtag 1, hatte dann schon ein paar Drums oder ich glaube eine Melodie hatte C, Hashtag 1, C, Hashtag 2 hatte dann Drums, dann kam irgendwie eine Bongo oder so ein Scheiß dazu, ich weiß es nicht so genau. Wir hören jetzt mal überall rein, ich skippe, denke ich mal, durch, man wird, denke ich mal, schon einen Unterschied merken. Wir fangen natürlich beim ersten an. Letztendlich hören wir gerade einfach nur Dschungeltöne. Ja, mehr ist es nicht. Es ist kein Beat zu erkennen, rein gar nichts. Jeder dachte, okay, was ist jetzt los? Dann kam am nächsten Tag auf einmal C, Hashtag 1. Und jeder dachte sich, hä, what the fuck, einfach unter der Woche Lied geändert. Was ist jetzt los? Oh. Es klingt schon viel, viel harmonischer. Ja, ich weiß nicht mal, ob das ein Beat ist. Das ist eine Melodie, würde ich erst sagen. Dann eins weiter, C, Hashtag 2. Ja, vielleicht sind es Drums. Es ist wirklich, wirklich schön. Dann C, Hashtag 3. Wir hören Wasser. Wasser wird gleich noch ein lustiger Indikator. Also mittlerweile jetzt könnte es schon als Lied für dich durchgehen, dass du an einem chilligen Abend mit den Jungs hören kannst. Also ich finde es wirklich jetzt schon sehr, sehr harmonisch. Und jetzt C, Hashtag 4. Ja, keine Ahnung, was jetzt noch dazu kam. Ich glaube, irgendein Bongo-Shit oder so. Irgendwelche Drums, Trommeln, keine Ahnung. Es klingt jetzt aber auf jeden Fall noch tropischer, noch melodischer. Hört es euch gerne selbst an. Ich glaube, ich verlinke das Zeug. Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, ich weiß nicht, ob ihr schon bemerkt habt, aber beim ersten Lied stand eine Crow. Danach stand ein Feature-Act. Danach standen 2 Features. Danach standen 3 Features. Oh, und jetzt stehen schon 4 Features. Bedeutet nicht, dass alle wahrscheinlich auf einem Track vertreten sein werden, sondern hiermit kündigt er die Feature-Parts für das ganze Album an. Manche davon muss man jetzt, glaube ich, nicht so krass kennen, aber könnten wahrscheinlich trotzdem vielversprechend sein. Aber Kappi ist schon nicht schlecht, da bin ich mal sehr gespannt. Und jetzt kommen wir zum Kappi, weil der hatte noch sogar
einen kleinen Gag gemacht. Und zwar können wir den Gag hier sehen. Hier, Crow, Bratan, der Beat für dich. Und ja, das war's. ich fand den Gag gar nicht so schlecht. Ich musste schmunzeln, weil, naja, ich glaube, einige halt wirklich gedacht haben, dieses, okay, what the fuck, und das ist das Feature, er hat da nicht mal gesungen. Als ob das alles war. Ich finde die Idee mega stark. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie davor, glaube ich, gesehen bei dem Künstler, dass er auch den Song, der letztendlich eigentlich offline ist, jedes Mal irgendwie sozusagen ersetzen lässt. Vermutlich wird das ganze Lied eventuell am Freitag rauskommen. Heißt, wir haben dann noch 3 Tage Zeit. Wobei, ich weiß nicht, wie viele Musiklayer man da noch draufpacken kann. Wahrscheinlich halt echt zuerst dann Crow, dann vielleicht da noch ein Feature-Part, falls das mit Feature sein wird. Und dann wird Freitag wahrscheinlich die vollendete Version rauskommen. Ja, ich freue mich wirklich krass drauf. Ich finde generell diese ganze Album-Promo echt nice, weswegen ich jetzt halt hier auch so ein Pseudo-Video dazu gemacht habe. Ey, letztendlich, ey, auch wenn es niemanden von euch interessiert, ist überhaupt nicht schlimm, weil letztendlich will ich dazu nur meine Leidenschaft zu Crow breittreten. Ich finde Crow richtig cool. Er ist für mich halt Künstler durch und durch. Wirklich, er ist recht underrated, was True und so weiter anging. Für mich noch immer bestes deutsches Rap-Album eigentlich. Und ja, schaut gerne im Stream vorbei. Wir machen meistens um 0 Uhr abends eine Viewer-Party, eine Hearing-Party und hören uns den neuesten Part an. Seid gerne dabei, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, ja, checkt auch Hyperbole aus. Ach, scheiß drauf. Ciao!